Stell dir vor, du begegnest einem Menschen, der voller Tatendrang ist. Er ist extrem euphorisch und steckt voller Energie. Dabei agiert er oft unüberlegt, übermütig und überschätzt sich teilweise selbst. Dann erfährst du, dass er eine Depression hat. Klingt das logisch für dich? Dieses kurze Persönlichkeitsprofil kennzeichnet eine Manie und kann Teil einer depressiven Störung sein. Von welcher Depression wir hier sprechen, wie sie aussieht und vor allem auch, was Betroffene dabei fühlen, erfährst du hier. Also bis gleich. Die Manie zählt zu den affektiven Störungen und wird in der ICD-10 unter der F30 klassifiziert. Betroffene haben dann häufig Symptome wie ein intensives Hochgefühl, sind besonders leistungsstark und haben eine unbegründete, gute Laune. Zudem fühlt man sich häufig in manischen Momenten kreativ und schöpferisch. Schlafen ist dann nur eine unliebsame Zeitverschwendung. Stattdessen gibt man sich dem vollen euphorischen Tatendrang hin. Was im Moment noch gar nicht so schlecht klingt, ändert sich jedoch. Maniker leiden häufig unter einer mangelnden Einschätzung der Realität. Und unter bestimmten Voraussetzungen können sogar Halluzinationen eintreten. Im schlimmsten Fall sogar Wahnvorstellungen. Bei Manie am weitesten verbreitet ist dabei der Größenwahn. Manie mit wahnhaften Störungen wird mit der F30-2 klassifiziert. Die Manie mit psychotischen Symptomen. Manien beeinflussen das Denken, Urteilen und Sozialverhalten, was zu schwerwiegenden Problemen und Schwierigkeiten im Leben des Betroffenen führen kann. Im Umgang mit anderen Menschen zeigen Maniker ein distanzloses Verhalten. Zum Beispiel werden wahllos Fremde angesprochen, Geschenke werden an Fremde verteilt oder man lädt ein ganzes Lokal auf einen Drink ein. Zudem haben Maniker einen großen Rededrang. In Gesprächen kommt man aber häufig nicht mit, da er ständig Themen wechselt und nie lange an einem Thema dranbleibt. In Mitmenschen entfacht der Maniker eine regelrechte innerliche Unruhe. Typisch für die Manie ist auch, dass zahllose Dinge begonnen werden, aber nichts zu Ende geführt wird. Maniker schaden sich oft auch selbst durch ihre enthemmte Art. Dies ist beispielsweise in exzessiven Kaufräuschen, die die finanziellen Mittel komplett übersteigen, ungeschützten Sexualpraktiken oder dem unkontrollierten Alkoholkonsum zu sehen. Das enthemmte Verhalten des Manikers jedoch führt zu starken Scham- und Schuldgefühlen, wenn die manische Episode wieder abklingt. Die Symptome einer Manie können gemeinsam mit einer unipolaren Depression auftreten und in diesem Fall spricht man dann von einer bipolaren Depression. Dabei unterscheidet man zwei Formen der bipolaren Depression, nämlich die des Typ 1 und Typ 2. Was sich jetzt dahinter verbirgt? Tja, sie selbst. Bei einer bipolaren Störung Typ 1 leiden Patienten unter ähnlich starken, depressiven und manischen Episoden. Was die ständig wechselnde Stimmung und den Aufruhr der Emotionen einer bipolaren Störung des ersten Typs ganz gut beschreibt, ist der Spruch himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Die bipolare Störung des zweiten Typs sieht dabei schon anders aus. Die manischen Symptome sind deutlich schwächer ausgeprägt und sind weniger mit schwerwiegenden psychosozialen Problemen verbunden. Diese abgeschwächte Form der Manie nennt man dann hypomanische Episoden, die mit depressiven Episoden abwechselnd auftreten. Diagnostiziert wird die Störung unter dem Schlüssel F31.8. Wie schnell, häufig und heftig die Episoden und Stimmungsschwankungen wechseln, ist unterschiedlich. Schwankungen mit mindestens 4 Phasen im Jahr nennt man Rapid Cycling und tritt in 20% der Fälle auf. Tritt der Phasenwechsel innerhalb von Wochen und Tagen und mit mehr als 4 Episoden pro Monat auf, nennt man das Ultra Rapid Cycling. Und geschieht der Phasenwechsel gar mehrfach innerhalb eines Tages und häufiger als an 4 Tagen in der Woche, spricht man von Ultradian Cycling. Wenn die Intervalle zwischen manischen und depressiven Episoden umschlagen, nennt man das Switching. Und um genau dieses Switching zu vermeiden, bekommen Patienten Medikamente verschrieben, damit diese Stimmungsschwankungen stabilisiert werden. Beispiele hierfür können zum Beispiel Lithium, Carbamazepin, Valproat, Lamotrigin oder Olanzapin und Quetiapin sein. Medikamente können die Phasenwechsel zwar nicht völlig verhindern, aber abmildern oder die Zeit bis zur nächsten Episode verlängern. Sind die Symptomatiken aber insgesamt schwächer und der Verlauf chronisch, spricht man von einer sogenannten Zyklothymie, der F34.0. Hier leiden Patienten unter chronischen Phasen leichter Depression und Hypomanien und sind dabei weniger als 2 Monate im Jahr symptomfrei. Doch wie häufig kommen eigentlich solche bipolaren Störungen vor? Etwa 3 von 100 Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens einmal an einer bipolaren Störung, meist im frühen Erwachsenenalter um das 18. Lebensjahr herum.
Hiervon sind Frauen und Männer gleichermaßen betroffen. In einer Therapie lernen Patienten in akuten Phasen gelassen und aufmerksam zugleich zu sein. Meist lernen sie dies während einer kognitiven Verhaltenstherapie. Und was Studien zur Therapie bipolarer Patienten herausgefunden haben? Psychoedukation, also die Vermittlung von wissenschaftlich fundiertem Wissen zu psychischen Störungen, wirkt sehr stark auf den Therapieerfolg. Durch das größere Verständnis des Krankheitsbildes verbesserten sich die sozialen Fertigkeiten, der Umgang mit Symptomen sowie die Zuverlässigkeit in der Medikamenteneinnahme im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Psychoedukation. Erzähl an dieser Stelle doch gern mal von deinen Erfahrungen mit einer bipolaren Störung. Kennst du die psychische Störung? Leidest du oder Angehörige daran? Und wie verlief dabei die Therapie? Schreib hierzu doch gerne etwas in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, check auch die anderen Videos aus, gib dem Kanal ein Abo oder gönn dem Video eins von diesen neuen YouTube-Thanks. So, und das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut, haut rein und tschüss.